an mir! Bam, bam. Glaube, es hackt. Hackfresser. Hackt, sag mal guten Tag. Ach so, das ist übrigens... Ich glaube, irgendwas machen. Ja, aufhören, hört auf zu schießen! Warum? Nein. Pass mal auf, ich hau jetzt richtig drauf hier. Bam. Ah! Ja, das können wir jetzt den ganzen Tag machen, ne? Aber, ja, ich geh gerade voll ab. Ich beantworte trotzdem mal den Ruf. Mach mal. Oh ja, tschüss und bedauerlich und so. Oh, oh toll. Ich hab ihn freundlich gelabert. Komm, ich halte wenigstens noch. Ach komm, genau, wir heilen ihn jetzt noch mal ein bisschen. Komm, wir haben auf 16, 17, 18, 33, 34, 36, oh, nice. 37. Hier, guck mal, wie neu, kein Lackkratzer mehr. 45, drin. 46, guck mal an, wie der geheilt ist. So, wenn wir schon jemanden runterschießen, dann heilen wir den auch. Zwischen Asteroiden verstecken, wir müssen da jetzt irgendwie darüber. Irgendwo rein. Also vor allem zwischen welchen Asteroiden? Hier ist doch so, na, hier sind hier, noch keine. Hier, ich bin hier. Oh, es geht los. Was hast du denn erzählt? Was? Oh, was ist passiert? Jetzt mit Gaius sprechen. Gaius? Das ist exakt, was das Szenario 2247,3-B. Ich hätte gedacht, das Szenario 1849-K die wahrscheinlichere Variante wäre. Ich werde diese Daten in meinen Modellprojekten einbinden. Nichtsdestotrotz sollten wir nun Aranu folgen könnten. Er sollte uns direkt zu Taris führen. Das will ich mal hoffen. Und tschüss. Wer von denen macht den meisten DPS? Natürlich ich. Aber ganz einfach, erstens sind wir noch nicht Level Max, zweitens sind wir levelmäßig so unterschiedlich und drittens haben wir noch nie gemessen. Ja, und ich bin nur Techniker. Ja, und ich bin nur Wissenschaftler. Was für eine Ausrede, ich bin nur Techniker. Verstehst du, knallt mit seiner NX ein Ding nach dem anderen weg, ne? Und ich bin nur Techniker, bin voll lame. Weißt du, hat hier so eine kranke SPX. Ich mach nur 5000 DPS, bin voll lame. Also ich muss sagen, das war echt die geilste Entscheidung, das Schiff auf den Techniker auszupacken. So, weil, ich setze Kurs auf Krater. Weil fast unzerstörbar so, glaube ich. Wo ist denn hier Krater? Ich sehe gar keinen Krater. Der ist irgendwo, wenn du ein bisschen rumfliegst, am Planeten irgendwo. Da unten ist ein Krater. Ich sehe da unten einen Krater. Nein, nicht den, Timmy, da müsst du weiterfliegen. Den sieht man sehr deutlich. Den sieht man sehr deutlich. Oh, ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Ich glaube, ich muss auf darüber. Die Shots machen sieht voll geil aus. Ich sehe nichts. Wo ist der Krater? Also ich muss sagen, hier kannst du echt schöne Screenshots machen. Ich scanne. Schlennen Sie mal. Auf den Schirm. Ach, da ist so ein Kapuzenmann hier. Sir, wir erkennen einen großen Schutzschild. Guck mal, der Schallenack hier. Der eine Art Einrichtung umgibt. Das Schutzschild verwendet eine modifizierte Tarnvorrichtung. Wo kann ich schießen? Oh nein, ich bin zu weit weg. Ausweichmanöver, komm. Wo? Ach, da oben. Oh, schieß doch! Ich will auch noch! Okay, jetzt. Ja! Gib ihm! Auszeichnung halten, Raketenkommandant! Ist echt geil, du haust mal deinen Graphibund drauf, ich noch mit Typenspalt hinterher. Ja, das ist eine sehr effektive Kombi. Das dürfte im PvP auch richtig geil werden in der Kombi. So. Wir müssen runterbeamen. Wen nehmen wir denn diesmal mit? Auch Janice Rand können wir eigentlich mal mitnehmen. Mach ruhig, ich brauche noch ein paar Demo-Record-Charaktere. Echt? Warte mal, muss ich gerade immer noch schnell den Doktor mal aktualisieren, zumindest ein bisschen. Oh ja, ich sehe gerade. Oh, schick. Schick noch? Schnieke, dein neuer Doktor, ja. Ey, ich hab die alle mal richtig angekleidet. Maxi, nicht nur das Schiff ist klein. Was? Ich bin etwas irritiert, es ist doch eine alte Episode, ihr kennt die nicht. Wir kennen alle Episoden, aber wir vergessen sie immer wieder. Ja. Das ist das Schöne, wir haben so schlechte Gedächtnisse, wir können SDO am laufenden Band wieder neu anfangen, wir wissen nichts mehr. Anders als man muss mal überlegen, wie oft spielt man die dann? Man spielt sie pro Charakter in der Regel einmal. STFs und sowas fliegt man einer Tour, aber so Mission relativ wenig. Jetzt habe ich irgendwie überhaupt keinen Ladebildschirm hier. Ich auch nicht, also ich habe einen Ladeschirm, aber es lädt noch nicht. Was trinkt dann was? Trinke ich jetzt was. Oh, jetzt! Doch, es lädt! Ah, oh, toll! Es lädt! Aber ziemlich synchron. Es lädt. Die sind die Koordinaten der Untersuchungskonzeption, die wir aufgespielt haben. Wir alle empfangen Lebenszeichen, sehr mehrere Manade.
und ein Romulaner. Unser Tier sollte sich vor uns befinden. Der Doktor hat ja sogar sein Mobil in der Mitte an der Seite dran kleben. Auf. Ich habe das Gefühl, hey, guck mal. Kann es sein, dass ich schwebe? Ich glaube eher, dass hier deine Brückenoffizierin hier stinkt, weil guck mal, da fliegen schon Fliegen drumherum. Wie schweben alle? Alter, wir fliegen. Doch, das ist ein Kraftfeld, auf dem wir laufen. Ich berühre den Boden nicht. Schießen. Oh. Gerade ein Schuss abgefeuert und schon geht's los hier, ey. Schade, man kann nicht abbrechen. Ich hätte bestimmt wieder reinrennen können und hüpfen. Was, abbrechen? Der weiß doch, wieder reinrennen und dann rumhüpfen in der Cutscene. Nicht. In der Cutscene rumhüpfen? Ja. Bam. Kligatz! Zack! Kligatzki! Er sieht so aus, als ob wir versucht haben, ikonianische romulanische Technologie miteinander zu kombinieren. Naja. Komm, einfach ruhig, ey. Hier, ich greife auf die Datenbank zu. Kannst du das? Überall Spinnweben, ist ja. Kann ich noch sauber machen? Flolipke, Fliff, Long and Prost, Bea. Oh, okay. 4, 8, 16. Gibt's hier nein. Was machen wir jetzt? Oh, verdammt. Die Türen entsperren? Nein, ich hab schon wieder falsch geklickt. Ich klick immer falsch. Ich auch. Ich hab die Panzertüren entsperrt. Ich auch. Nicht du. Ist ein Logbuch? Doch. Omikron, ah, da. Und selbst wenn, bei mir steht Tagesfolgen, also ich laufe immer hinterher. Ich gehe jetzt einfach hier so durch. Irgendeiner hat's schon geschafft. Ja, siehst du, geht doch. Stab von Landru! Oh, der bringt mal gar nichts. Bei Grabdas Hammer! Genau, bei Grabdas Hammer! Ihr werdet gerecht werden! So. Was hüpft denn hier rum? Alter, jetzt geh mal hier. Alter, mach mal Licht an. Mir's. Was war das denn? Cousine. Das war mein Stab von Landru. Guck mal, die macht einen Fernseher an. Ja! What? Oh nein! Einfach mal Batsch! Ey, Bitch! Einfach mal ins Maul gehauen! Meine Glotze, Alter! Hast du Fußball ausgemacht, ey? Bam! Ah, geil! Das sah so geil aus! Ah. Komm, auch mal Fernseher machen. Kligat! Wo ist die Fernbedienung? Was? Oh, achso! Ach, da, ist das die gerade niedergeschlagen wurde? Ey, wir wollten dir helfen? Ja, die gnädige Frau! Zack! Alter, jetzt, was haut die mir auf die. Wir sind für Gleichberechtigung, aber die schießt gleich zurück. Also kann ich verstehen, dass er aus dem Maul bekommen hat. So, mit Haare sprechen. Doc, mach was. Genug, sie haben gewonnen und durch ihren Sieg haben sie das romulanische Volk dem Untergang geweiht. Bam! Das waren nicht. Oh, das ist ein Riesen. Guck mal, den Riesenschalter an. Das waren nicht meine Verbrechen. Ich werde von der Kiefer verraten. Und nun können sie. Bam! Bam! Okay. Bevor wir gehen, Admiral, darf ich Ihnen vorschlagen, dass wir nach Beweisen für die Materialien suchen, die wir auf Phobos haben? Vorschlagen darfst du das, ja. Wir suchen. Komm, such mal. Ich suche. Such! Hab ich aber nicht irgendwo so eine Sonde, die das machen kann? Nein. Hey! Hier fällt es woanders hin. Ah. So. Ich nehme den Telekinese-Probe. Und hier ist ja gar keine Sonde. Was, du nimmst den Chinesen? Ja. Die Chinesen... Captain, dieses TK-Sied enthält Energiesignaturen, die mit dem TK-Sied vorkommen, die wir im Hobo-System scannen, übereinstimmen. TK-Sied ist eine explosive Molekülverbindung, die stammt von davon aus, dass TK-Sied im Apparat verwendet wurde, um die Supernova von Hobos zu verursachen. Ja. Ich überlade mal. Was? Überlade mal. Was überlädst du? Alter! Zum Schiff zurückkehren! Und raus! Ich will hier weg. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Schlippe, 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 schlippe. Schlimmer, schlimmer, schlimmer. Setzen Sie Kurs aus dem System. Fliegen Sie im Rand des Systems. Flieg, 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 flieg. Wo soll denn hier der Rand sein? Einfach losfliegen. Ja. Vor allem einfach, ne? Und jetzt? Und du? Was ist denn das für ein Schiff? Maul, du Opfer. Ich was? Vermute, ich. Ah, guck mal, Sila! Hä? Hat die Laval? Meine alte Freundin. Ach so, das. Ach, ich hab grad gedacht, ey. Ich arbeite nicht für dich! Ne, ich hab grad gedacht. Nein. Hinter da ein Scimitar ist noch ein romulanisches Schiff. Sah im ersten Moment aber aus wie ein Scimitar mit zusätzlichen Flügeln hinten dran. So, nee, ich mag sie nicht. Bla, tschüss und hau ab. So. Geht's eine Freude, Kaiserin. Man kann nicht schießen? Oh. Komm, ist gut. Das war wohl die.
Admiral, es ist ein Fernseher. Ja, so, genau. Raus hier. Tschüss. System verlassen kommen, ja, echt, ey. Ich hab jetzt schon so drauf gefreut, genau. Ey, voll aufs Maul zu hauen. Alles nur Spam, gleich löschen. Die Red Shirts, die Helden haben den Tag gerettet. Vielen Dank für den Follow. Welcome to the stream. Danke, danke für den Follow. Ah, guter wie Abend. MHN MK2. Hast du gesehen? Alter, zoomt ja 5 Stunden lang an das Schiff ran. So, wir müssen erstmal Bericht erstatten. Was? Achso. Ein Schutzschild brauchen wir. Schutzschild! Und ein Text hier. Ich hab gar keinen Text. Oh, jetzt ich komm. Muss mal, ich muss mal hier meinen Transponder mal hier leeren. Oh, The Vault haben wir als nächstes. The Vault. Ja, ich nehme die schon mal an. Die Schuttle-Mission. Aber wir haben jetzt hier... Oh, Dienstoffizier habe ich auch noch nicht eingefordert. Hier sehe ich gerade. Cool. Dann muss hat er bei mir Taris nicht gezählt, oder was? Nee, rufen? Ja, der hat bei mir nicht gezählt, der Drecksack. Hast du die Mission noch vorher angenommen? Eigentlich hätte ich schon gemeint. Oh, dann. Egal. So, Die Vault. Iconians. Opioniger. So, Moment, die nehme ich auch noch an hier. Ah. Ich statte jetzt meinen Typ F Shuttle mit einem Warp Power Kern Notauswurfmechanismus aus. Dein Shuttle? Ja. Stimmt, Shuttle, was habe ich für einen Shuttle? Oh, ich habe einen Typ F, das ist vielleicht ein bisschen klein, wa? Achso, Moment, Shuttle muss man jetzt ausstatten? Ja, ich starte gerade. Oh, Moment, dann muss ich jetzt mal gucken. Kann ich meinen Shuttle jetzt wechseln? Ich war mal im Shuttle ja gar nichts. Nee, gar nicht Shuttle cool. Müsstest du wechseln, wenn du beim Dings bist, beim Schiffswähler. Oder ja, eben. Genau. Außer du. Ja, stimmt, beim Schiffswähler. Aber du kannst dann es hier zumindest schon ausstatten. Dann werde ich jetzt mal. Das, ja, das wollte ich ja jetzt eben mal kurz machen. Ja, genau. Mein Klasse F-Shuttle. Ja, das habe ich auch. Typ F. Das bekommt jetzt mal hier die Impuls-Phaser dafür rein. Stimmt, was habe ich eigentlich für Waffen drin? Eine Rundstrahlenböhm. Ja, die Rundstrahler würde ich drin lassen, weil sonst. Ja. Beim Shuttle das nicht Ding schlecht. Ist da wendig, ich würde sogar gerne noch einen zweiten reinbauen und für den Torpedo raus. Also echt. Ist doch logisch. Braucht keiner. Ein Traktorstrahl. Rote Materie-Kondensator. So. Was haben wir hier? Am besten nehme ich, glaube ich, den Ding jetzt hier mit den. Ach, nehme ich den Zeitdiener oder nehme ich den. Nee, ich glaube, der M6-Computer ist sinnvoller. Ja, ich habe einfach mal eingepackt. Achso, wir haben ja noch mehr. Genau, stimmt. Ich habe ja den Zeitlinienstabilisator, kann ich auch noch mitnehmen. Und die Destabilisierungsmatrix oder die Sonde. Maxi Burchard fragt, habt ihr Zeug von eurem Charakter mitgenommen? Ich denke mal nicht, wie, was? Was für Zeug vom Charakter mitgenommen, wie, was? Ich habe keine Ahnung, von wovon wir geht's? Wovon wir hier gerade sprechen. Aber jetzt, okay, Moment, Stationen. Shuttle-Stationen. Oh, kann ich gar nicht einsehen hier. Hä? Achso, ein Typ F-Shuttle hat keine Stationen. Okay. Auch eine. Echt? Einen technischen. Aber ich kann das hier nicht ausstatten irgendwie. Du musst das oben auf Kleinschiff auswählen. Ach, ich bin ja auch doof. Was nehme ich denn da? Ich habe einfach Technikteam fertig. Normalerweise finde ich ein Torpedo-Spread eigentlich ganz gut, aber habe ich nicht. Ich habe nur einen überladenen Torpedo. Was? Ob wir was von unserem Mage-Charakter mit drüber genommen haben, wozu? Nö. Warum? Da ist ja der Reiz weg. Der Sinn ist ja hier mit einem Charakter bei 0 anzufangen. Von 0 auf aufzufangen. Ich nehm Tasi mit hier. Mit dem Torpedo verstärkt 23. Jahrhundert. Okay. Ja, ich müsste. Mein Shuttle müsste jetzt gut ausgestattet sein. Mhm. So. Ich nehme mir mal Pemba. Ich flieg schon mal Richtung, Richtung Sternbasis 39. Achso, ist ja nicht weit. Das ist ja gleich hier. Achso, wir müssen ja erst kurz da. Genau, wir müssen erstmal die Madame sprechen. Genau. Dann habe ich jetzt leider auch nichts. Natürlich jetzt. Aha, genau. Was? Wo seid ihr denn? Ich flieg Richtung Sternbasis, bla bla bla. 39. Und vielleicht vorher machen sollen. Da kann man, glaube ich, eh nochmal ein Schiff ausrüsten oder wechseln, wenn es wäre. Was haben wir denn hier noch so schönes zur Auswahl? Was habe ich denn da noch für Schiffchen? Also ich sehe von euch allen, sehe ich noch die Namen und so weiter drumherum. Aber von Henrik ist das einzige, wo ich das Schiff noch sehe. Ja, nur dieses Riesenviech, ja. Kann ich eigentlich so eine NX nicht als Kleinschiff nehmen? Nö. Da unten ist der Sternbasis 39. Komm mal fliegen.
RX, OXR Default. Vielen lieben Dank für den Follow. Willkommen, dass du da bist.